In diesem Video verrate ich euch die besten Waffen für den instabilen Riss. Ich habe in den letzten Tagen einige Male den Riss gespielt und mehrere Waffen ausprobiert und ich gebe hier meine besten Waffen plus Aufsätze, damit ihr es einfacher in dem Riss habt. Denn mit der richtigen Waffe wird dieser Riss extrem einfach und so kann es auch wirklich jeder schaffen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt rein in den Klasseneditor. Leute, an der Stelle eine kurze Werbung von meinem Partner Holy. Holy bringt eine coole Kooperation auf dem Markt mit Hitchis und hierbei gibt es originale Hitchi-Geschmäcker als Holy Energy-Varianten. Das Ganze könnt ihr ab dem 4. Juli bestellen und hierbei könnt ihr natürlich wie immer 10% auf eure Bestellung sparen mit dem Code MAYBE und könnt mich gleichzeitig unterstützen. Fangen wir an mit der ersten Waffe. Die Tür ist wirklich eine extrem gute Waffe für den instabilen Riss. Ihr habt nämlich bei der Tür die Möglichkeit, die Waffe im Akimbo-Modus zu spielen und der Akimbo-Modus ist wirklich extrem, extrem wichtig, weil ihr da die Möglichkeit habt, euch Platten zu geben und gleichzeitig mit einer Hand zu schießen. Somit extrem wichtig und allgemein Akimbo-Waffen für den instabilen Riss sind einfach extrem gut. Dann haben wir hier noch die Snake Shot Patronen für die Tür. Extrem gut, um die ganze Waffe so wie eine Shotgun spielen zu können. Und das ist natürlich sehr, sehr gut für Elite-Gegner. Als nächstes haben wir die Bohrmündung für mehr Rückschusskontrolle. Der schwere Lauf ist auf jeden Fall auch sehr wichtig, um mehr Reichweite für die Waffe zu bekommen. Und zu guter Letzt haben wir den 1MW-Pistolenlaser, um mehr Rückschusskontrolle beim Feuern aus der Hüfte zu bekommen. Hier seht ihr einmal die ganze Klasse und ihr könnt die ganzen Klassen auch bei mir auf meinem Twitter-Channel sehen. Dort habe ich diese auch hochgeladen, die Screenshots hochgeladen, sodass ihr immer, wenn ihr die aktuellsten Waffen seht, wollt, dort vorbeischauen könnt und euch die Waffen einfach kopieren könnt von meinem Twitter-Account und dort lade ich auch immer hoch, wenn ich einen neuen Waffentest gemacht habe, wie ich diese Waffen bewerte. Deswegen schaut auf jeden Fall bei Twitter vorbei, lasst ein Follow da, das würde mich sehr freuen. Kommen wir zur nächsten Waffe. Die Lockwood MK2 ist eine der besten Waffen für den instabilen Riss, denn ihr könnt diese Waffe im Akimbo-Modus spielen. Das Ganze geht mit dem Jack Wardens Umbau-Kit und damit ist die Waffe ein absolutes Biest. Ihr könnt hier dann auch noch die Brandmunition draufpacken, um nochmal mehr Schaden zu machen. Jedoch ist die Brandmuni nicht mehr so stark, wie sie einmal war. Zusätzlich packt ihr euch hier auch noch den Kronenbrecher drauf, damit ihr weniger Streuung habt. Als nächstes haben wir den Point G3P Laser, um nochmal mehr Rückschusskontrolle beim Feuern aus der Hüfte zu bekommen. Und zu guter Letzt haben wir hier einmal dieses Sniper-Visier, um mehr Rückschusskontrolle zu bekommen. Und ich benutze das Ganze, weil es ein bisschen lustig aussieht, diese Akimbo-Waffe mit einem Visier, das man dann eh nicht benutzt. Hier seht ihr einmal die ganze Klasse und wie gesagt, das Ganze wird natürlich auch auf Twitter sein und da könnt ihr auch gerne die Waffe euch anschauen. Kommen wir zur nächsten Waffe. Die WSP Swarm ist die beste Allrounder-Waffe im Zombie-Modus und auch auf jeden Fall geeignet für den instabilen Riss. Diese Waffe hat nämlich auch den Akimbo-Aufsatz, so könnt ihr die Waffe doppelhändig spielen und könnt euch, während ihr schießt, Platten reindrücken und ihr könnt immer weiter schießen und vor allem mit dem nimmerleeren Magazin habt ihr nahezu unendlich Schuss. Das ist Wahnsinn mit der Waffe und ihr könnt permanent schießen, was das Ganze natürlich wesentlich besser macht und euren Damage-Output extrem erhöht. Hier haben wir auch noch das 100-Schuss-Trommelmagazin drauf. Ich glaube, die Waffe hat insgesamt über 1200 Schuss, was auf jeden Fall extrem gut ist. Wir haben dann hier noch den schweren Lauf drauf, damit wir einfach ein bisschen mehr Rückschusskontrolle haben mit der Waffe. Zusätzlich haben wir dann noch den Point G3 Laser, um mehr Rückschusskontrolle beim Feuern aus der Hüfte zu bekommen. Und zu guter Letzt kommt hier noch der Marauder-Griff drauf, damit wir auch weiterhin mehr Rückschusskontrolle haben. Dadurch, dass wir die Umbau-Kit-Variante WSP Akimbo Schaftschütze haben, können wir nicht alle verschiedenen Aufsatzkategorien hier draufpacken. Deswegen sind wir hier ein bisschen eingeschränkt. Jedoch ist diese Waffe hier extrem, extrem gut und ihr könnt sie in Zone 3 benutzen. Ihr könnt sie bei jedem Dunkeläther benutzen und ihr könnt sie natürlich auch wunderbar im instabilen Riss benutzen. Kommen wir zur nächsten Waffe. Die Armbrust ist eine der stärksten Waffen in MWZ und vor allem für den instabilen Riss extrem, extrem gut. Wir spielen die Armbrust hier mit dem So Momenti, um mehr Bolzentempo zu bekommen. Dann haben wir hier einmal den Handstopper für mehr Bewegungstempo. Der wichtigste Aufsatz bei der Armbrust sind die explosiven Spitzen, denn diese machen diese Waffe einfach unglaublich stark. Die Explosionen
killen die Zombies immer One-Hit. Das ist wirklich übertrieben gut für den instabilen Riss, aber auch in Zone 3 und gegen Elite-Gegner macht das einfach unglaublich viel Damage. Deswegen ist die Armbrust überhaupt einer der besten Waffen. Deswegen benutzt unbedingt die Explosivmunition. Beim Draht haben wir das 28 Strangkabel für mehr Bolzentempo. Und zu guter Letzt haben wir den Speed Track Echo. Schafft, um mehr Bewegungstempo und Sprinttempo zu bekommen. Die Armbrust ist wirklich extrem krass. Ihr seht hier einmal die Klasse. Diese Aufsätze würde ich euch empfehlen. Und damit solltet ihr auf jeden Fall keine Probleme mehr haben im instabilen Riss. Und ihr braucht hier auch noch nicht mal die tote Leitungsdetonator. Diese Ausrüstung braucht ihr dann nicht mehr für den instabilen Riss. Die Armbrust funktioniert auch ohne den tote Leitungsdetonator. Die beste Waffe für den instabilen Riss, wer hätte es gedacht, ist der RGL-80. Und hier ist natürlich ganz wichtig, dass ihr diesen im Umbaukit spielt als Jack Tamper 656. Damit habt ihr Zugang zu Munitionstypen und hier solltet ihr unbedingt die Schrotpatronen benutzen. Damit ist das Ding absolut overpowered. Wenn ihr dann noch den tote Leitungszünder mitnimmt, ist das Ding wirklich extrem overpowered. Falls ihr das nicht habt, könnt ihr trotzdem mit dem RGL relativ gut überleben. Bei dem RGL sei auf jeden Fall noch gesagt, wenn ihr diesen hier ausrüsten wollt und den hier einmal mitnehmen wollt in den Zombie-Modus, wundert euch nicht im Zombie-Modus, wenn ihr den RGL benutzt, wenn das Umbaukit nicht drauf ist und ihr nicht dieses Visier habt und nicht diese Schrotmunition. Das Ganze funktioniert nur so halbwegs im Zombie-Modus. Es ist noch ein bisschen verbuggt. Dennoch funktioniert es relativ gut, wenn ihr auf so einer Distanz zu einem Zombie geht und ihr schießt und ihr diesen Effekt habt, dass ihr Damage macht, ohne dass eine Explosion kommt. Dann funktioniert der RGL. Er ist aktuell immer noch verbuggt. Es sieht nicht so aus wie eine Schrotflinte, aber ihr habt im Zombie-Modus eine Kombination aus Schrotflinte und Granatwerfer. Deswegen ist dieser RGL so stark. Es kann also sein, dass der RGL bald gepatcht wird. Deswegen habe ich ja in diesem Video ein paar Alternativen genannt. Wir werden jetzt noch ein paar Bonuswaffen anschauen, die auf jeden Fall auch brauchbar sind für den instabilen Riss. Kommen wir einmal zu den Wunderwaffen und hier kann ich euch unbedingt die Versenger als Zweitwaffe empfehlen. Wenn ihr zum Beispiel mit einer WSP Swarm oder mit einem RGL reingeht, dann könnt ihr auch wunderbar die Versenger als Zweitwaffe nehmen. Die ist natürlich super gut, um überhaupt die Obelisken erstmal zu aktivieren bzw. die Map abzusuchen. Und selbst im instabilen Riss ist die Versenger einfach unglaublich gut, um lange zu überleben. Du kannst damit einfach in die Luft fliegen und dann sozusagen die Zeit abwarten, denn ihr müsst ja immer nur 4 Minuten überleben. Und dann kommt der Bossgegner und damit könntet ihr also die ganze Zeit in der Luft fliegen und dann warten, bis der Boss kommt und einfach dann den Boss nur erledigen. Die DG2 ist tatsächlich nicht ganz so gut, wie ich dachte. Viele haben mir geschrieben, probier mal die DG2. Ich persönlich war kein großer Fan davon. Natürlich ist sie gegen große Zombie-Horden ganz gut. Das größte Problem jedoch ist, dass ihr hier nachladen müsst mit der DG2 und das relativ lange dauert. Und somit würde ich euch diese Waffe nicht unbedingt empfehlen. Die VR-11 hingegen ist extrem gut gegen Elite-Gegner und auch als Support-Waffe extrem gut, da ihr hier auch Zombies zu Verbündeten machen könnt und diese dann Zombies anlocken, was extrem gut ist für den instabilen Riss. Eine Waffe, die ich auch nochmal getestet habe, ist der RPG-7. Den könnt ihr auf jeden Fall auch ganz gut nehmen, wenn ihr tote Leitung dabei habt. Jedoch habt ihr mit dem nicht wirklich viel Schuss. Ich glaube, es sind 13 Kugeln, die ihr habt mit dem Raketenwerfer und das ist echt wenig. Klar ist es mit toter Leitung relativ gut, aber wenn ihr tote Leitung habt und den RGL habt, dann solltet ihr auf jeden Fall lieber den RGL nehmen oder die Armbrust, denn der RPG-7 schießt relativ langsam. Und wie gesagt, müsst ihr sehr viel auf eure Munition aufpassen. Deswegen, es ist zwar machbar mit dem RPG, aber es ist auch nicht wirklich gut. Ja, Leute, das waren die besten Waffen zu den instabilen Riss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like da. Das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Leute, an der Stelle ein dickes Dankeschön an alle meine Kanalmitglieder. Und dicker Kuss geht raus an meine Ehrensupporter ObiGhost, Monster.com und an unser neuestes Mitglied Thomas Mayfahrt. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, schaut mal in die Videobeschreibung, da findet ihr mehr Infos zur Kanalmitgliedschaft.